So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ja, heute werden wir mal eine ganz besondere Entwicklung machen und auch noch ein paar andere interessante. Und der Grund dafür ist, ich habe noch ein Thema anzusprechen und deswegen. Oh, hier sind auch schon gleich zwei Pokémon aufgetaucht. Die können wir natürlich erstmal fangen. Oh, 500, 563 Pipi. Komm her, Pipi. Pipi, hör auf damit. Ist das dein Ernst jetzt? So. Jetzt bleibt da schön drin. Ja, nämlich, ich habe jetzt mit einem Freund von mir ein neues Intro gemacht, was ich jetzt Anfang, naja, Ende nächste Woche bekommt ihr das dann mal zu sehen und ja, werden wir dann mal gucken, wie ich das einfüge und so, weil ich habe da noch nicht so wirklich Ahnung von. Wird sich rausstellen. So. Pipi haben wir auch fast wieder genug Bonbons. Egal. Erstmal das Raupi fangen. Ist zwar nur ein Raupi, aber es ist trotzdem. Sind auch wieder 100 EP. Kann man mal mitnehmen. Ja, leider sind ja nach dem neuen Update diese Lowen-Pokémon so gut wie unmöglich zu fangen. Deswegen ist das nochmal ein ganzes Stück nerviger. Ach, guck mal, den habe ich jetzt sogar gefangen mit zwei Bällen. Interessant. Ich hatte nämlich zum Beispiel gestern Taubsi Level 50, habe ich drei Bälle drauf geworfen, dreimal ausgebrochen und dann ist es weggerannt. Denkt man sich auch nur so, what the fish. Naja, gut, auf jeden Fall. Ihr seht hier in der Nähe mal wieder nichts Tolles. Ich bin kurz davor, das kann ich euch gerade nochmal zeigen, Name A bis Z. Ich bin kurz davor, hier meinen Bisasam zu entwickeln, aber da bräuchte ich auch noch eins. Weil ich habe nur zwei Bisasams, die ich verschicken könnte. Das ist leider ein bisschen doof. Naja. Aber auf jeden Fall, Evoli, seht ihr hier, kann ich noch nicht entwickeln. Aber wir kommen jetzt mal dazu, was ich eigentlich heute machen wollte. Und zwar ist das. Na komm. Ach so, ja, ich habe auch ein Pikachu gefangen. Das finde ich auch ganz toll. Hallo Pikachu. Oh, da ist ein neues Pokémon aufgetaucht. Ein Hornilu. Naja, nehme ich mal mit, weil wir müssen nämlich gleich das Pokémon, was ich entwickeln will, auch nochmal ein, zweimal power-uppen. Ein Power-Up darauf verwenden, damit es auch gut genug ist, um es zu entwickeln. Weil ich will jetzt kein Pokémon entwickeln, was sich nicht lohnt zu entwickeln. Macht Sinn, ne? Soweit glaubwürdig. So. Das meinte ich damit. Das ist Schwachsinn. Also, Niantic sollte das wirklich mal ändern. Das ist doch Blödsinn, dass man für so ein blödes Hornilo oder so einen Scheiß, den man sowieso nicht braucht, da fünf oder sechs Bälle drauf werfen muss. Das ist doch Schwachsinn. Also ganz im Ernst, das ist doch blöd. Naja, gut. Erstmal Pokestop. Pokestop, danke. Nochmal ein paar Sachen gekriegt, das ist doch schön. Und jetzt geht's runter. Na komm, wir entwickeln erstmal mein Klofenster. Und entwickeln. Da kommt jetzt hier ein Ultragaria, glaube ich, raus. Wenn ich jetzt nicht den Namen total verwechselt habe. Ich kenne das Pokémon, aber Name? Naja. Müsste aber eins sein, ja. Naja. Ja, gut, ich habe es ja jetzt noch auf Klofenster umbenannt, aber. 894, nicht schlecht. Kann man mal mitnehmen. Okay, Macholo bin ich auch relativ kurz davor, den zu entwickeln. Magnetilo habe ich nur durch einen Entwicklungsfehler gemacht. Da wollte ich eigentlich, da habe ich 300 irgendwas aus Versehen entwickelt. Mauzi brauche ich noch. Mankey habe ich ja erst in der letzten Folge. Ansonsten Nidoran weiblich habe ich. Oh, das kann ich ja trotzdem entwickeln. Ja, das machen wir dann aber, denke ich, gleich. Pikachu. Nachdem wir jetzt. Genau, hier ist es. Shiggy. Shiggy wird heute entwickelt. Aber erstmal wird Shiggy nochmal aufgepowert. Gut, das denke ich ist ein solides Shiggy. Das kann man entwickeln. So. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich mag Shiggy. Shiggy ist wirklich ein cooles Pokémon. Aber ich mag auch Shillock, ehrlich gesagt. Shillock ist eigentlich auch ganz cool. Da ist er, Shillock.
Oh, du siehst cool aus, mein Freund. Oh, cool. Im Pokédex registriert. Nice. 707. Ja, okay. Ja, gut, das ist nicht schlecht. Das ist jetzt nicht schlecht. Das ist okay. Warum kann ich die jetzt nicht mehr drehen? So. Ja. Leider XS. Aber sonst. Gut. Freue ich mich. Gut. So, Sepa. Brauche ich auch noch ein bisschen was. Was haben wir hier noch? Ja, die ganzen Taubsicht. Die werde ich jetzt aber bestimmt nicht entwickeln. Voltoball. Voltoball. Du wirst jetzt entwickelt. So. Ja. Sieht irgendwie lustig aus, das Ding. Naja. Gucken wir mal, welches Level du bist. 940. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht gut. So ein Zwischending. So, Vulpix. Ne, brauche ich auch noch ein paar. Rettern. Rettern, das können wir nochmal entwickeln. So. Entwickeln wir auch nochmal gerade das Rettern, oder soll ich damit lieber nochmal warten? Ich glaube, ich warte lieber nochmal, weil da muss ich noch ein besseres Rettern finden. Jo. Aber ich würde sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich zeige euch nochmal hier gerade unser süßes Shigi, das wir entwickelt haben. Da ist es, Schillock. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Bäume Plays. Ciao.